Jetzt. Da muss auch eine rein. Jenny, bei dir auch, wo ich klein bin, da hat sich hingeschlafen. Da. Also für mich ist Beruf zur Berufung geworden. Ich habe die Erzieherausbildung sehr, sehr spät gemacht. Ich war damals schon knappe 27 und habe gemerkt, dass das ganz genau das ist, was ich immer machen möchte. Also immer die Chance und die Möglichkeit haben, kleine Menschen ein Stück begleiten zu dürfen und beobachten zu dürfen auf ihrem Weg ins Leben in unterschiedlichster Weise. Ich komme aus dem Regelkindergarten, ich komme aus dem Montessori-Kindergarten, aus dem Montessori-Kinderhaus und habe allerdings dann hier im SOS-Kinderdorfverein gemerkt, hier bist du nicht Erzieherin im eigentlichen Sinne, sondern hier bist du ja, für alle Menschen da und mit allen Menschen zusammen. Da muss die Bauch dick sein. Genau, das sieht man sehr genau, dass so ein Baby. Also SOS Kinderdorf ist für mich ein Arbeitgeber, bei dem man rundherum versorgt wird. Also von der Arbeitsstelle her, von den Rahmenbedingungen her, kollegial. Es ist ein ganz, ganz offenes, warmes Miteinanderarbeiten. Selbst wenn man sich erstmal sieht, ist doch im Unterton schon so ein ich vertraue dir Klang mit drinnen. Das ist schon auf jeden Fall eine sehr, sehr, eine freundschaftlich nicht, aber eine sehr, sehr offene und vertrauenserweckende Ebene. Was wünschen wir uns? Wir wünschen uns einen schönen Kindergartentag. Bitte. Dankeschön. Hier im Haus speziell mit den Kindern wird Beteiligung so groß geschrieben, dass im Grunde der ganze Tagesablauf sich nach Beteiligung richtet. Sei es die Umsetzung der erarbeiteten Regeln mit den Kindern, das Ampelsystem, die Eintrittsfüßchen, wo einfach eine gewisse Anzahl von Kindern den Raum benutzen können und ihre Hausschuhe sozusagen als Eintrittskarte dort abstellen und ein außenstehendes Kind sieht, aha, es ist noch ein Platz frei, ich kann rein oder es ist schon besetzt. Als auch die ganz normalen hauswirtschaftlichen Tätigkeiten, die täglich anfallen, wie Frühstück machen, wie Mittagessen, den kleineren Kindern behilflich sein, die Lätzchen zu verteilen, sonstiges. Also es gibt in dem Sinne nicht wirklich kleine oder große Kinder, sondern es gibt Kinder, die Lust haben mitzumachen. Wenn ein noch kleineres Kind neu dazukommt, dann wird das Kleinere, das schon ein bisschen länger da ist, ihm den Löffel bringen wollen. Also das wird so stark gelebt, dass die sich ganz früh damit identifizieren. Es muss so viel Struktur da sein, dass die Kinder sich orientieren können, ohne sich zu verlieren, und so viel Freiraum, dass sie sich entfalten können. Und das ist eine Sache, die ist im Konzept festgelegt, da ist der Tagesablauf festgelegt, da sind die pädagogischen Ansätze festgelegt und nach denen kann man sich orientieren und der Rest außenrum ist dann der zu gestaltende Freiraum, der viel, viel Möglichkeiten offen lässt, der viele Varianten offen lässt. Raphael, wie viele Pinguine sind jetzt schon da? Zähl mal. Nee, jetzt ist Raphael. Raphael ist dran. 1, 3, 4 und 1, 7. Komm, wir helfen mal dem Raphael. Ein Freiraum, der ohne Struktur gelebt wird, ist für mich auch ein gefährdender Freiraum. Also zu vergleichen vielleicht mit einem Balkon, der kein Geländer hat, da würde man nie den letzten Schritt nach vorne gehen, um noch runterschauen zu können, weil die Angst da wäre zu fallen. Und beim Geländer lässt man sich einfach locker dran anlehnen. Mach mal den Wind. Gerade in unserer reizüberfluteten Zeit ist es so leicht, dass sich ein Kind, dass sich ein Jugendlicher verliert und eigentlich in einem Nichts dann zurückbleibt und sich nicht mehr empfindet und wahrnimmt,
vor lauter Möglichkeiten und Angeboten. Und wenn im frühesten Alter schon so ein Gespür da ist, wo bin ich, was will ich machen und da will ich dabei bleiben, trotz dem Ganzen außenrum, dann kann sich das später nur verfestigen. Wenn die Kinder dann für sich den Umgang damit verstanden haben und es auch möchten, und dann sind sie meistens Vorschulkinder, werden eingeschult und dann kann man sich ein Stück auf die Schulter klopfen, dass es ein guter Weg war. Und die Neuen, die kommen, gehen den Weg wieder von vorne. Einmal hin, einmal her, rundherum, das ist nicht schwer. Einmal hin, einmal her, rundherum, das ist nicht schwer.